Das wird so ein geiles Gericht. Das ist unser Namibia, mein Lieber. Wir treffen uns hier wie auch früher am Feuer, kochen alle Zutaten und Produkte, die wir kennengelernt haben. Unser Namibia auf einem Teller. Was bei uns Grillen heißt, heißt hier Braai und ist für den Namibianer das Wichtigste, wenn es um Essen geht. Der Wüstentrick Kalahari-Style ist, man nimmt einfach eine Zwiebel, die ist antiseptisch, und reibt die da so ein bisschen drüber und zack, ist der Grill sauber. Ich schäle den Kalahari-Trüffel. In der Saison wächst das wie Unkraut, also nicht zu vergleichen mit dem europäischen Trüffel. Geschmacklich absolutes Brett. Trick 17 für kurzgebratenes Gemüse, was da natürlich durch das Rost fallen würde, ist der Braai Schottel. Olivenöl drauf, bam, fertig. Also der Mopane-Wurm, ne, der war ja irgendwie nix vom Geschmack. Das Positive aber ist, dass er wahnsinnig viel Protein hat. Mehr als Fleisch, dreimal so viel. Wir streuen ihn einfach nur auf den Millipap, damit er so ein bisschen crispy macht. Pünktlich zum Sonnenuntergang das Beste. Ein frisches Oryxfilet. Fleischqualität in Namibia nicht zu übertreffen. Das ist unsere Reise durch Namibia auf einem Teller. Facettenreiches Gericht, wie auch das Land. Ich habe richtig Bock, das hier zu essen. Wie ein Leopard, der sich jetzt ans Essen macht.